Würzburg lädt zum Gastro-Wettstreit. Tausendsasser Christian, Quereinsteiger Sebastian, Asia-Queen Quinn, Sternekoch Benedikt und Pfannkuchen-Rocker Ralf kämpfen um den Sieg. Show-Effekt, Trockeneis, mega. Der Sternekoch in der Runde enttarnt den faulen Zauber. Wenn so zum Gast geht, sehr bedenklich. Kann ich dich mal kurz in der Küche sprechen? Doch auch der Star-Koch muss später zittern. Ich habe eine Geschmacksbombe erwartet. Mich erreicht es nicht. Heute will Ralf mit rustikaler Frankenkost überzeugen. Ich denke, ihr gebt mir alle eine gute Bewertung. Wenn nicht, lasse ich euch hier im Keller schmoren. Ich find's ein bisschen versalzen. Na, und? Also, ich habe totalen Durst davon, ne? In der Mainstadt Würzburg in Bayern kämpfen 5 Gastronomen um den Wochensieg. Ralf dreht dafür heute in seiner urigen Martinsklause am großen Pfannkuchenrad. Sebastian will morgen in der Erksstube zeigen, was er sich alles selbst beigebracht hat. Danach präsentiert Quinn im Famous ihr neues, supermodernes Asia-Konzept. Im Teufelskeller will Christian an Tag 4 beweisen, dass er ein Teufelskerl ist. Und am Finaltag plant Benedikt, den Rivalen im Kuno 1408 einen Stern vom Himmel zu kochen, um den goldenen Teller von Kabel 1 und 3000 Euro zu gewinnen. Würzburg ist eine große Universitätsstadt, aber für einheimische Köche dann doch eher ein Dorf. Mensch, Benedikt, ja, grüß dich. Wie lange ist das her? Du hier? Ja. Lang her, 20 Jahre. Berufsschule, hä? Berufsschule. Da kommt wieder einiges raus aus der Vergangenheit. Wo geht's denn hin? Du, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier in der Nähe. Wollen wir mal gucken gehen? Gehen wir mal gucken. Es geht zu Ralf. Der Hotelfachmann arbeitet mitten in Würzburg unter Tage im Gewölbekeller. Hallo, herzlich willkommen in der Martinsklause. Ich darf euch hier herzlich begrüßen und kommt mal mit in meinen historischen Kellergewölbe. Ganz kuschelig. Der ehemalige Kirchenkeller ist das Überbleibsel der Martinskapelle. Wir sitzen hier in dem Kellergewölbe der Martinsklause aus dem 12. und 14. Jahrhundert. In diesem Keller ist seit 1870 Gastronomie anwesend. 1957 übernahm meine Großmutter dieses Haus und hat den Gastronomiebetrieb in der Familie Bartelmees übernommen. Meine Eltern haben das die ganze Zeit geführt bis zum Jahre 1992, als ich dann ins Spiel kam und den Betrieb hier übernommen habe. Bis zu 80 Gäste empfängt Ralf hier täglich. Zu meinem Aufgabenbereich gehört eigentlich alles. Ich habe einen kleinen Betrieb und dadurch darf ich selber mal in der Küche sein, Urlaubsvertretung machen. Ich mache die Theke, begrüße meine Gäste, mache mein Büro. In einem kleinen Unternehmen ist man eigentlich der Allrounder. Zum Wohle, lass es dir schmecken. Prost, fränkisches Traditionsbier und gute Frankenweine gehören in dritter Generation zum Konzept. Wir befinden uns hier in der Schistelstube, eingerichtet von Heinz Schistel. Heinz Schistel hat hier alles, was Sie hier sehen, hergestellt in der eigenen Werkstatt. Ist entstanden von 1880 bis 1900 und seitdem original erhalten hier im Keller. Was ist deine Lieblingsfigur hier? Ja, da gibt's zwei. Und der eine ist der Gelder Schaukz, weil der guckt so, wie der Unterfranke schauen muss. Gelder Schaukz. Hier sehen wir den Würzburger Dukatenscheißer. Der Würzburger Dukatenscheißer wurde damals für die Stadt Würzburg geschnitzt von Heinz Schistel, weil die Stadt Würzburg auch kein Geld hatte. Aber der bringt Wohlstand, der sogenannte Goldesel. Auf dem Gastroparkett bewegt sich Quinn noch nicht so lange. Mitstreiter Sebastian sollte sie trotzdem im Auge behalten. Hi. Hi, Sebastian. Quinn, wollen wir uns? Ich glaube, da geht's lang heute. Alles. Worauf hast du denn heute Lust? Auf jeden Fall auf was Deftiges. Handfeste Kost gibt es in Ralfs Küche reichlich. Ja, jetzt kommen wir zu uns in die Küche. In der Küche, das ist das Herzstück unseres Betriebes. Hier findet nur Frauenpower statt. Und da darf ich euch gleich die Damen zeigen. Hier ist die Ela, die Manuela. Hallo. Die sich heute um die Knödel kümmert. Was ist da alles drin? Da sind Semmeln drin, da sind Zwiebeln drin, Milch, Salz und Pfeffer, ein bisschen Muskatnuss und frische Petersilie. Und viel Liebe. Vor allem viel,
viel Liebe. Liebe geht schließlich durch den Magen und da sollen die Knödel ja hin. Wir machen jetzt unseren Knödelburger und deswegen formen wir die jetzt auch ein bisschen größer als normal. Und ja, das ist sozusagen unser Ersatzbrötchen. Wir sind fränkisch, regional, aber mit moderneren, mit anderen Akzenten. Wir haben sogenannte Knödelburger jetzt mit auf der Karte. Wir haben aber auch eine große Range an Wildgerichten und unsere klassischen Pfannkuchengerichte. Und das sind so unsere Highlights. Alt hergebracht, aber doch mit Pfiff. Klassisch kann ja jeder. Die Tanja ist heute zuständig für den Burger hier. Und das machen wir mit frischem Spitzkohl. Der wird in Streifen geschnitten, ganz einfach. Schwitzt den jetzt in Butter gescheit an. Hack plus Kohl ergibt zusammen das Spitzkohl-Fleischküchle. So, ich geh's mal wieder rüber. Das gemischte Hackfleisch. Da kommt mein Spitzkohl gleich rein. Würzen tue ich mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer. Und weiter? Ja, ich würde ihn jetzt braten. Ja, mach schnell. Leckere Rezepte zum Nachkochen gibt es unter kabel1.de/meinlokal. Jetzt der Knödel. Jawohl, der hat schon die richtige Farbe. Richtig lecker. Fränkischer Burgerbau. Dieser Burger mit allem selbstgemachten 12,80 Euro. Preisverdächtig? Hallo, liebe Kollegen aus Würzburg. Ich denke, ihr gebt mir alle eine gute Bewertung. Wenn nicht, lasse ich euch hier im Keller schmoren. Klare Kampfansage. Jeder Kritiker ist mit 10 Punkten bewaffnet. Wie viele Punkte bekommt Ralfs Lampenfieber? In der Skala von 1 bis 10 aufgeregt. Ja, ich bin schon aufgeregt. Und ich würde sagen, ich bin bei der 7,5. Die Rivalen gehen auf Tuchfühlung. Was spürt ihr? Der erste Eindruck, Gastgeber ist freaky. Schauen wir mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Nehmt den Laden auseinander. Ich gehe jetzt einkaufen. Bis nachher. Bis Tschüss. Später. Ciao. Ciao. Ich glaube, das wird eine super sympathische Runde. Freue mich tierisch auf die Woche. Alle sehr, sehr nette. Erster Eindruck, perfekter. Ralfs Lokal ist im Keller. Die Stimmung der Mitstreiter hoffentlich nicht, wenn alle unten sind. Ja, schön hier in der Martinsklause, ne? Uriger Keller. Rustikal. Rustikal, schöner Gewölbekeller, richtig uriger. Irgendwo überladen zu viel. Ich finde es mal was anderes. Kann man machen, muss man aber nicht. Auf jeden Fall müssen Sie sich den Laden genauer ansehen. Quinn und Sebastian entern die Küche. Gehst du vor? Ja. Vorsicht, Wendeltreppe. Oh, sind wir in der Küche. Ja, wenn ich hochkomme, sind wir gleich in der Küche. Also, das war ein spannender Weg hier hoch in die Küche, oder? Ja. Ich musste mich einmal seitlich drehen, weil ich sonst nicht durchgekommen wäre. Eine richtig schöne, enge Wendeltreppe. Wie sieht denn die Speisekarte aus? Gibt's hier nur leichte Kost wegen der engen Treppen? Also, wir sind schon so ein bisschen fränkisch-klassisch angehaucht hier in der Martinsklause. Finde ich sensationell. Pfannkuchen scheint so sein Steckenpferd zu sein. Ja, so ein bisschen, denke ich. Ja, Pfannkuchen halt, ne? Ist und bleibt ein Pfannkuchen. Da muss doch mehr drin sein. Knödelburger, ein Spitzkohl-Fleischküchle im Semmelknödel für 12,80 Euro. Besser? Interessant, was anderes. Abwarten, was kommt. Blaubeerpfannkuchen, Vanille und Sahne, 9,80 Euro. Ne? Nicht gut? Pfannkuchen sind ein bisschen teurer, als ich erwartet hätte. Im Dessertbereich finde ich das schon sehr hochpreisig, der Rest ist super. Sonst beim Küchencheck muss Köchin Ela jetzt punkten. Kommt rein. So. So, das ist unser Reich hier. Euer Reich? Genau. Was macht ihr denn so grundsätzlich? Also unser Hauptgeschäft ist eigentlich unser Pfannkuchen. Deswegen haben wir auch diesen tollen Ofen hier stehen. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist auch in Würzburg, glaube ich, einzigartig. Ja. Wow. Ob der das Rondell selber gebaut hat, da werden wir noch später mal fragen. Das kitzeln wir heute noch aus ihm raus. Das Backkarussell läuft schon heiß. Hier haben wir praktisch unseren Pfannkuchenteig drinnen. Wie macht ihr das? Aus 4 Litern Milch, aus 3 Kilo Mehl, Wasser.
Backpulver und natürlich Eiern. Ich hätte jetzt mal richtig Bock. Ich sehe das Gerät, sehe das zum ersten Mal, hab Kohldampf ohne Ende. Ich hätte noch Bock, mir einen Pfannkuchen zu machen. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann würde ich kurz Hände waschen und du erklärst mir das schöne Gerät. Hopp auf, das machen wir. Das Besondere hier, das ist ein Pfannkuchen ohne große Gewürze, sondern die geben süß oder deftig dann später dazu und nehmen den einheitlich für ihre Pfannkuchen. Im Gastraum fühlen sich die Kritiker plötzlich wie Sternsinger. Das ist krass, ne? Die Stühle und so, Bänke. Ich komme vorhin wie der Kelch ein bisschen. Christian, Christus segne dieses Haus. Kaspar, Melchior und der Balthasar. So. Bitte, nach dir. Ja, gerne. Was willst du? Bier, Wein, Schnaps, Sekt? Mal schauen, was so da ist. Na, guck mal, ich hab schon mal gleich hier Schnappesäppel. Schnappesäppel. Schnapsau, oder? Das würde ich jetzt so frei übersetzen, ja. Drecksau, ja. So Art Drecksau, Schnapsau oder unordentlich oder ja, vor dem ausgedrückt, weiß ich nicht. Bei uns heißt es, du alter Simpel. 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 Bierbrand ist was Härteres. Ja. Jawohl. Häng du mal vor mir, bitte. Der Bockbier-Schnaps hat über 40 Umdrehungen. Also. Köchin Ela dreht derweil am Rad, damit die Küchenkontrolleure ihren Pfannkuchen bekommen. Jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt werden malerisch die Blaubeeren verteilt. Hopp, hopp. Und natürlich die Platte von unten anschalten. Das wird von oben und unten. Ganz genau. Hier befindet sich jetzt die Oberhitze und wird dann jetzt schön gebacken. Das läuft jetzt hier durch. Wie lange dauert das dann, bis der fertig ist? Also je nach Belag 15 Minuten ungefähr. Das Gerät erspart riskante Wendemanöver. Ja, das machen wir mal so. Ja. Wie viele Runden müsste man hier noch durchfahren lassen, ne? Also so 3 bis 4 Runden dauert es auf jeden Fall. Schneller hier! An der Theke stillen Christian und Ben ihren Durst, den Wissensdurst. Schau dir mal die schöne Bierzapfanlage, die vereiste, an. Hast du sowas schon mal gesehen? Wow, geil. Das sieht aber echt gut aus. Das ist auch echt kalt, ne? Das ist ja vereist. Glaubst du, das ist mit Absicht? Ja, das ist so. Das ist gewollt, ne? Das ist gewollt, klar. Das sieht echt cool aus. Da ist eine Kühlwendel außenrum und das ist wie ein Kühlschrank ohne Schrank. Und dann friert außen die Luftfeuchtigkeit fest und dann habe ich wie einen dicken Eiszapfen und da läuft dann das Bier innen durch. Muss ich aber doch mal so ein bisschen, ne? Also, die Feinheiten. Ja. Aber habe ich mir schon gedacht. Jo, sauber. Also, ja, da kann man nichts sagen. Andere Seite. Ach, das sieht so gut aus, Schatzilein. Die Bar steckt voller Überraschungen. Na hier, guck doch mal. Getränke-Zapfanlage, da kriegst du alles. Crazy. Ich habe so ein Ding noch nie gesehen, muss ich sagen. Also, man kennt das ja aus dem Hahn, okay, aber mit so einem ultramodernen Wildknopf. So. Vor allem Soda, Wasser, Org, Coke, Lift, Sprite, Lemon, Diet, Tee, das ist bestimmt Eistee. Föhnen, Duschen, legen. Föhnen, Duschen, legen ist gut. Praktisch und platzsparend. Was sagst du so? Hab ich so noch nie gesehen. Ich finde es nicht so schön. Das passt nicht so zum Konzept. Ich habe mich für Postmix entschieden, weil die Lagerräume bei uns sehr, sehr knapp sind, weil wir den Gastraum im Keller haben und ich nicht 3 Kühlhäuser noch bauen konnte. Raumnot macht erfinderisch. Guck mal hier, Aufzug. Ja, Wahnsinn, Speiseaufzug. Hol den mal runter. Ja, bitte. Ist er da? Guck mal, ob er beheizt ist. Er ist da. Siehst du eine Heizung? Nee, der ist nicht beheizt. Ja, mit dem Essensaufzug ist natürlich eine schwierige Geschichte, dass es auch wirklich alles warm unten ankommt. Ich meine, natürlich baulich ist es in dem Haus schwierig, es anders umzusetzen. Weil, was willst du machen? Neue Treppe einbauen? Der Blaubeerpfannkuchen kann zum Glück nicht kalt werden. Den testen die Mitstreiter jetzt frisch und warm vom Blech. So, wer mag als erstes mal probieren? Ich habe zwar Hunger, aber Ladies first. Hier werden wir einfach mal 2 Löffel. So, bitteschön. Ist dem süßen Ding die heiße Rundfahrt gut bekommen? Lecker. Der Teig, der war leicht knusprig, war trotzdem noch weich und fluffig. Schön saftig mit den Beeren und die leichte süße Note mit der Sahne.
War lecker. Beim Testessen am Abend will der Chef der Martins Klause glänzend abliefern. Hallo. Hallo. Recht herzlich begrüßen hier im Kellergewölbe der Martinsklause. Ich darf euch die Jacqueline vorstellen. Die hilft mir heute im Service. Und sie teilt euch jetzt erstmal die Karten aus. Da dürft ihr erstmal schmökern und euch was aussuchen. Zur Erinnerung, Ralfs Lokal macht in fränkischer Küche mit modernen Ideen. Was mich interessiert, das Pfannkuchenrad, was wir oben gesehen haben, ist das eine Eigenkonstruktion von dir oder kann man das irgendwo kaufen? Weil das habe ich noch nicht mal auf Messen irgendwo gesehen, auf großen Messen. Oder? Das Patent stammt aus den Niederlanden und es gibt weltweit einen Hersteller und der baut diese Drehherdöfen auf Bestellung eigentlich nur. Ein Pfannkuchen-Drehherdofen, den kauft man nicht einfach so. Ich war in Holland, habe Probe gegessen, war eine Woche in einem Pfannkuchenhaus, habe da Probe gearbeitet und dann habe ich gesagt, das ist mein neues Hobby, das ist mein neuer Beruf, da kann ich mit leben und das macht Spaß. Ich finde es eine einzigartige Geschichte, ein Alleinstellungsmerkmal und ja, Augen zu und durch, auch wenn es von Holland kommt. Die Würzburger Gastroprofis beurteilen jeweils drei Gänge nach Qualität, Geschmack und Raffinesse. Ich habe mich für den Winserfladen entschieden als Vorspeise. Im Hauptgang die fränkischen Bratwürste mit der braunen Soße und den Krautknödeln. Und als Dessert hätte ich gern die Apfelkrepfle, bitte. Jetzt geht's los. Mit dem Motto, historisch, fränkisch, nicht geschimpft, ist schon gelobt genug. Jetzt darf sich keiner mehr verzetteln. Das Küchenteam muss 12 tadellose Kritikergerichte zaubern. Dann leg mal los. Leg los und ich drück uns die Daumen. Toi, toi, toi. Mein Bauchgefühl ist, oh, hoffentlich klappt alles. Es ist wie im Theater. Jeder Künstler ist vor seinem Auftritt nervös. Und das bin ich heute auch. Theaterkritiker bleiben aber auf ihren Plätzen. So, hi Ella, jetzt haben wir wieder das Vergnügen. Na? Wie schon vorhin. Jawohl. Was machst du gerade Leckeres? Ich mache jetzt einen Winzerfladen. Was ist ein Winzerfladen? Das ist, pass auf, ich zeig's dir mal. Hefeteig mit Nüssen, Zwiebeln und Trauben heißt eigentlich so. So, da haben wir jetzt unseren Fladen. Aus was macht ihr den? Oder ist das selbst gemacht? Oder? Den kaufen wir dazu und okay, der besteht aus nur aus Wasser und Mehl. Okay. Ich denke, wenn man ehrlich ist, jeder Laden kauft ein bisschen zu, da wo es Sinn macht. Da, wo man sich das Leben ein bisschen erleichtert und Convenience darf man nehmen, muss einfach gut gemacht sein. Jetzt kommt es auf den Belag an. Und was machst du jetzt weiter mit? Ich tue den jetzt mit Schmand beschmieren. Schmand ist dicke, sauer gewordene Sahne mit mindestens 20% Fettanteil. Und dann Zwiebeln. Und die werden jetzt hier schön verteilt. Was ist da alles drin? Also rote Zwiebeln? Nur rote Schmand. Schmand und Speck. Ganz klassisch. Wird das so eine Art Flammkuchen dann? Ja, oder ist, eigentlich ist es eine Art Flammkuchen. Okay. Im Prinzip, ja. Warum heißt der jetzt Winzerfladen? Kommt da noch Wein irgendwie mit ins Spiel? Oder ist da, ne, weil der wird gern zum Wein gegessen. Ich finde es nicht schlimm, dass er Winzerfladen auf die Karte schreibt. Vielleicht so einen kleinen Hinweis in Klammer, Winzerfladen, Elsässer Art oder irgendwas, dass der Gast weiß, was auf ihn zukommt. Nicht, dass er völlig verdutzt ist, dass dann Elsässer Flammkuchen kommt. Oder der Service einfach kurz dazu sagen. Geht der jetzt unter den Salamander oder wie machst du den? Oder in den Ofen? Den mache ich jetzt auch in unserem Pfannkuchenofen. Okay. So. Kommen Sie rein, kommen Sie ran, einsteigen, hier noch eine Runde mitfahren. Nächste Runde rückwärts. Tschüss, tschüss, bis gleich. Bis gleich. Wie beim Kinderkarussell. Ich habe jetzt so ein schönes Rad nicht. Wie mache ich den daheim bei mir in der normalen Haushaltsküche? Du könntest es jetzt einfach auch im Backofen machen, bei 180 Grad, Ober-Unterhitze. Okay. Dann würde das auch gut funktionieren. Da ist er. Ja, komm. Put. Nee, der will noch eine Runde. So, jetzt nehmen wir den mal hier raus. Sieht doch gut aus. Vielleicht hätte man sich ein bisschen was ausdenken können, noch ein bisschen Franken mit ins Spiel, vielleicht den Schmand ein bisschen so mit Weinansatz machen können, mit ein bisschen Zwiebelansatz. Da hat er noch ein bisschen so kreative Luft nach oben, aber generell gute Idee.